Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom FAU-Vlog. Ich war die letzten Monate richtig krass verschluckt von einem Sommerloch und irgendwo zwischen Hausarbeiten, habe mich aber wieder an die Oberfläche gekämpft mit sehr, sehr viel Kaffee und bin jetzt zumindest einigermaßen ready, in mein voraussichtlich letztes Semester an der FAU zu starten. In ein paar Wochen geht das Studium wieder los und das bedeutet für einen Großteil von uns, dass wir vor dem wiederkehrenden Endboss stehen, Stundenplan erstellen. Vor allem als Ersti, zumindest war das bei mir so, kann das erstmal ein richtiger Struggle sein, aber auch alle anderen von uns, die schon länger dabei sind, müssen sich gerade umstellen, weil Campo. So wie einige meiner KommilitonInnen bin ich jetzt noch nicht ganz so überzeugt von Campo, weil ich das Gefühl habe, einige Funktionen funktionieren noch nicht ganz und ich finde es auch einfach sehr viel unübersichtlicher als jetzt zum Beispiel Univis oder mein Campus. Aber deswegen gibt es für euch heute eben ein Tutorial, wie ihr euren individuellen Stundenplan erstellen könnt. Der erste Teil des Videos wird vor allem für Erstis interessant, weil ich da auch nochmal den Umgang mit einer Prüfungsordnung erkläre. Der Rest des Videos, ich blende euch hier eine Zeitmarke ein, ist dann aber auch für alle anderen interessant, weil es da eben um die Plattform Campo geht. Nach dem Video heute könnt ihr euch hoffentlich euren idealen Stundenplan zusammenstellen und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht länger weiter drumrum, sondern kommen zur ersten Frage. Was muss ich überhaupt belegen? Schritt 1 für die Stundenplanerstellung ist für mich bisher immer gewesen, das Modulhandbuch zur Hand zu nehmen. Das Modulhandbuch bzw. die Prüfungsordnung findet ihr auf der Website eures Departments. Da drin befindet sich ein Studienverlaufsplan bei Zweifach-Bachelor auch einmal in der Erstfach- und einmal in der Zweitfachübersicht. Jetzt zur wichtigsten Unterscheidung. Links stehen die Module und rechts daneben die Veranstaltungen, aus denen sie sich zusammensetzen. Ihr habt ein Modul also erst bestanden, wenn ihr alle zugehörigen Lehrveranstaltungen belegt habt. SWS daneben steht für Semesterwochenstunden und gibt an, wie viele Stunden die Veranstaltung pro Woche in Anspruch nimmt. Wie viele ECTS ihr dadurch bekommt, seht ihr daneben und nochmal daneben, in welchem Semester die Kurse vorgesehen sind. Der Grund, warum hier einiges in Klammern steht, ist, dass ihr diese Module nicht unbedingt in dem vorgeschlagenen Semester belegen müsst, sondern da ein bisschen Spielraum habt. Manchmal, je nachdem, ob ihr Erstfach oder Zweitfach studiert, müssen auch nicht alle Module belegt werden, sondern es reicht zum Beispiel, eins aus den 7 vorgeschlagenen Vertiefungsmodulen auszuwählen. Jetzt markiert ihr euch oder schreibt euch raus, welche Veranstaltungen oder welche Module mit Veranstaltungen für euch in diesem Semester wichtig werden. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Ersti in der Germanistik seid, dann müsstet ihr dieses Semester Grundlagen der Linguistik, der Literaturwissenschaft und Medievistik 1 belegen. Wenn ihr ein Zweitfach habt, dann geht ihr auch auf die Prüfungsordnung von dem Zweitfach und dann eben auf die Übersicht, wo euer Studiengang als Zweitfach steht und schreibt euch da genauso alle Module und Veranstaltungen raus, die ihr in diesem Semester belegen müsst. Sollte es mal keine 2 gesonderten Ansichten geben, also Erstfach und Zweitfach, dann kann es daran liegen, dass die Prüfungsleistungen bzw. die Modulbelegungen eigentlich dieselben sind, nur dass dann eben die Bachelorarbeit in eurem Zweitfach wegfällt. Wenn ihr das habt, kommen wir eigentlich auch schon zur nächsten Frage. Wie erstelle ich einen Stundenplan? Je nachdem, was ihr studiert, gibt es eine gewisse Auswahl an Kursen, die ihr für Module belegen könnt. Es gibt auf Campo eigentlich einen Modulplaner, in dem ihr direkt angezeigt bekommt, welche Veranstaltungen für euer Studium in Frage kommen. Wenn das bei euch mit der Prüfungsordnung übereinstimmt, könnt ihr euch daran orientieren. Ich finde den aber ein bisschen unübersichtlich, weil mir teilweise einfach Veranstaltungen und Module angezeigt werden, die gar nicht zu meinem Studiengang gehören, sondern zum Beispiel zu Kunstgeschichte. Keine Ahnung, woran das liegt. Deswegen gibt es jetzt für euch einen alternativen Weg. Veranstaltungen findet ihr nämlich auch, wenn ihr auf Campo die 3 Balken oben links anklickt und unter Studienangebot das Vorlesungsverzeichnis auswählt. Wenn ich jetzt zum Beispiel was für Germanistik zusammenstellen möchte, klicke ich auf meine Fakultät und wähle dann meinen Studiengang aus. In meinem Fall Germanistik als Zweitfach und Studienordnung 2016, weil die für mein Studium gilt. Ich habe 2018 angefangen. All die kleinen grünen Puzzleteile sind jetzt die Module, die ich im gesamten Studium belegen kann. Als nächstes wähle ich jetzt das aus, was dieses Semester dran ist, zum Beispiel das Aufbaumodul. Und wenn ich draufklicke, ploppt eine Übersicht nach unten, in der alle Veranstaltungen aufgelistet sind, zwischen denen ich dieses Semester wählen kann. Beispielsweise höfische Legenden, Märchendichtung, deutschsprachige Mystik und so weiter. Wenn ich mir jetzt also denke, boah ja, Opferkult und Inzest klingt super interessant, dann kann ich da draufklicken und gelange zu einer Übersicht. Im Reiter Parallelgruppen und Termine steht dann, wann und wo der Kurs stattfindet. Unter Details einblenden kann man sich außerdem nochmal durchlesen, was genau der Inhalt sein wird. In diese Übersicht gelangt ihr übrigens auch über den Modulplaner, sollte der bei euch funktionieren, also von hier aus geht's für alle gleich weiter. Wenn der Kurs dann im Endeffekt gefällt, kommen wir zum Star der Show, dem Button für Stundenplan vormerken. Den findet ihr in der Übersicht, die wir gerade schon gesehen haben. Ein Klick darauf ist, Achtung, noch keine offizielle Anmeldung zum Kurs, aber er wird auf einen virtuellen, theoretischen Stundenplan verschoben, den ihr aufrufen könnt. Den findet ihr unter Mein Studium und Stundenplan. Dort könnt ihr dann erstmal das aktuelle Wintersemester auswählen und euch wird der Kurs, den ihr abgespeichert habt, am jeweiligen Zeitslot eingefügt.
Und das macht ihr jetzt mit allen Veranstaltungen, die ihr für euer eines oder eure beiden Studienfächer belegen müsst. Ich schaue meistens erstmal gar nicht so auf die Zeiten, sondern wähle eher danach aus, was mich interessiert und überprüfe das dann in meinem virtuellen Stundenplan nach. Sollte sich was überschneiden, wird mir das dort nämlich angezeigt und ich kann dann meine Belegungen anpassen. Dazu kann man hier auf dem Symbol die vorgemerkte Veranstaltung wieder entfernen und dann eine neue aussuchen. Irgendwann steht dann aber ein Stundenplan, der quasi hoffentlich meine Wünsche, aber auch vor allem meine Module abdeckt und dann geht's zum nächsten Schritt. Wahlfächer und Sprachkurse. Sprachkurse, Schlüsselqualis und so weiter findet ihr ebenfalls im Vorlesungsverzeichnis unter den allgemeinen Wahlfächern. Und hier funktioniert das Einfügen genauso wie bei euren anderen Kursen. Wenn dann der Stundenplan so steht, wie ich ihn gerne hätte, geht's zum letzten Schritt. Wie melde ich mich für Kurse an? Ich finde es nicht ideal gelöst, aber bisher musste ich mich für mein Studium eigentlich für alles im Windhundverfahren anmelden. Das bedeutet first come, first served. Also Wecker stellen, pünktlich sein, stabile Internetleistung und mehrere Tabs am besten funktionieren eigentlich immer ganz gut, auch wenn es ein bisschen nervig ist. Die Anmeldung erfolgt in diesem Semester über StudOn. Da müsst ihr aber die Kurse nicht nochmal komplett extra raussuchen, sondern ihr könnt euch an dem Stundenplan orientieren, den ihr eh gerade offen habt. Wenn ihr da nämlich nochmal auf den Kurs klickt, kommt ihr wieder zur Übersicht von vorhin und dort findet ihr bei den Grunddaten einen Link, der euch direkt zur Anmeldung auf StudOn führt. Wann die Anmeldung möglich ist, das erfahrt ihr entweder auf dieser Kursübersicht, da steht das manchmal dabei, oder euer Department ist zum Beispiel die Germanistik dieses Jahr, Props an euch, so nett und schickt euch ein Datum, wann die Kursanmeldung anfängt. Und dann macht ihr das mit allen euren Kursen zum richtigen Zeitpunkt und voilà, ihr habt euren Stundenplan erstellt. Solltet ihr noch Fragen zu Campo haben, dann stellt sie gerne einmal unten in die Kommentare, denn dann kann ich sie entweder da direkt im Kommentarbereich beantworten und falls es viele werden sollten, mache ich auch nochmal ein extra Video drüber und dann kommen wir alle zusammen durch die Plattformumstellung. Zumindest hoffentlich, weil ich habe jetzt einen Knoten im Kopf. An dieser Stelle wünsche ich euch erstmal einen richtig guten Start ins Wintersemester und hoffe, dass ihr alle die Kurse belegen könnt, die ihr auch belegen möchtet. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, macht's gut!